Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind in Vorschau Nummer 3 von Woodland Empire. Und ja, ich habe den Spielstand gerade geladen. Wir müssen gucken, dass wir hier noch ein bisschen weiterkommen. Dafür können wir gerade mal die Karte drehen. Ich glaube, das war unsere Ausrichtung. Wir haben da Nachwuchs gekriegt und wir sind im Frühling. Wir müssen jetzt gucken, dass wir ein bisschen was pflanzen und dann schauen wir mal weiter, ne? Da würde ich sagen, nach dem Intro geht's da los. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir ein bisschen was hinkriegen. Wir machen erstmal hier so Samen, Wheat, Korn oder was es auch immer ist. Dass das hier auch wächst. Hier ist eine Windhose, oder was ist das? Wir müssen gucken, dass wir das alles hinkriegen. Und wenn wir das haben, pflanzen wir noch weitere Bäume. Die ist ja wichtig, dass wir die kriegen, weil das ist ja unser Ziel eigentlich in dem Spiel, dass wir diese Bäume hier gepflanzt kriegen. So, jetzt werden wir die Art noch wechseln, dass die einen Mischwald haben, der vielleicht sich dann besser hält wie eine Monokultur, ne? Müssen wir gucken. Da ist wieder ein Feuer. Dieser schöne große Baum, der steht da schon ganz lange. Das finde ich voll cool. So, und dann. Ja, komm, wir machen noch White Oak, die weiße Eiche, wenn sie so heißt. Oh, da ist ein großes Feuer jetzt am Laufen, das ist nicht gut. Okay, das ist wieder weg. Okay, und uns fehlen bestimmt hier noch ein paar Eichhörnchen. Achso, die müssen wir auch auswählen, weil. Sonst ist nachher alles kaputt. Die Kardinäle, die kriegen wir ja. Rentiere laufen hier, glaube ich, noch rum. Ne, dann brauchen wir keine. Increase Wind Range. Da können wir mal ein bisschen mehr Wind aufkommen lassen. Pflanzen wachsen. Wir können auch mal rausscrollen. Dann sehen wir ein bisschen mehr, was wir hier haben. 118 Bäume haben wir schon. Intermediate Species. Okay, da ist schon wieder. Place closer to another plant. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Da oben ist leider auch gerade wieder ein Feuer gewesen. So, das haben wir auch. Vorher wollen wir nicht sehen. Wir wollten vielleicht ein bisschen Regen bringen. Damit das Land nicht so trocken ist, oder? Mal gucken, hier was ändern. Okay, Regen haben wir gemacht. Land ist feuchter geworden vielleicht. Und hier haben wir jetzt die Hawks und die Wolves und die Foxes. Ich weiß aber nicht, ob wir die hier brauchen. Wir haben 159 Bäume. Ich glaube, wir würden mal hier gerade weiterschauen, dass wir vielleicht noch was nachlegen. Gerade sieht es ein bisschen gut aus, ne? Vielleicht schaffen wir das ja in dieser Vorschau, dieses Dingens fertig zu kriegen. Da war wieder eine kleine Stichflamme gerade. 187, 190. Ja, wir haben genug von dem Zeug da. So ist nicht. Es muss nur wachsen. 190 steht es jetzt gerade. Es wird jetzt aber auch Winter. Da wächst dann nicht so viel vielleicht. Schwarzeiche. Und wenn es jetzt nur Nahrung ist für die Tiere, dann ist es auch gut, ne? Boah, das ist jetzt aber hier ein Geschwader, so 191, es wächst auch im Winter, nicht so schnell, aber es wächst. Squirrels haben wir. Vielleicht holen wir mal einen so einen jetzt hier raus, damit die Kardinäle nicht so viel werden.
Jetzt hat hier gerade wieder ein Feuer gewütet. Das ist doof. Zu viele Feuer gerade und das im Winter, ey. Ah, lass mal schneien. Vielleicht ist es dann besser. Ein Fuchs weiß ich nicht, brauchen wir jetzt nicht. So, wir müssen ja hier noch als auswählen. Black Oak. Close das mal hier. 142 ist schon nicht schlechter Wert. Da kommt wieder ein Feuer. 136 wieder weniger. Das ist jetzt nicht gerade so prickelnd. Noch mehr Feuer. Das ist im Winter, ey. Wieder eine neue Sorte pflanzen. Vielleicht müssen wir mal hier noch ein bisschen Gras hinkriegen. Wenn das da wächst, dann könnte es auch werden was mit den Bäumen, oder? So. Machen wir hier noch ein paar von. Not enough. Harmonie ist alle. Ach so, okay, ja, wir müssen auch hier mal was anderes machen. Dann kriegen wir das mit der Harmonie auch hin. 134, das ist nicht gut. Frühling ist da. Vielleicht kriegen wir jetzt hier ein paar Bäume hin. Kriege ich das Feuer gelöscht durch Regen? Sieht so aus. Black Oak. Vielleicht kriegen wir es jetzt zum Wachsen alles. Noch hier ein paar. Wieso ging es hier und jetzt? Achso, wir haben kein Material mehr. 140 sind wir. Ja, hier sind jetzt welche gekommen tatsächlich. Oh, da ist schon wieder ein Feuer. Müssen wir mal gucken, dass wir wenn löschen. 145. Wir können auch mal so Wasser machen erstmal. Dürfte der Boden ja auch nicht zu nass sein, ne? Zu trocken sein. 144 wird aber nicht mehr. Hier schon wieder ein Feuer da. 144 wird nicht mehr. Also wir haben kein Zeug mehr, alles klar. Da vorne ist noch ein Feuer. Haben wir auch gelöscht. 161. Okay, der dicke Baum hier, was mit dem? 44, der braucht mehr Wasser.
Aha, jetzt kommt er. Hier ist nochmal was. 168. Ja, sieht erstmal gut aus soweit. Aber ich würde sagen, es könnte besser sein. Harmonie geht immer weiter runter, da haben wir gleich nichts mehr. Ist jetzt auch schon Herbst. Ah, die Bäume gehen jetzt sowieso nicht mehr. Not enough. Also wir müssen wieder erst auswählen. Eigentlich sieht es jetzt schon ganz gut aus, ne? Vielleicht kriegen wir das ja nochmal irgendwann hin. Also jetzt haben wir wieder kein Zeug mehr. So. Wir haben über 200, 214, 220, das ist schon mal gut. 223. Komm schon. Kann auch nicht sein. Das ist jetzt gerade nicht mehr schaffen. 230, 242 und da haben wir es geschafft. Wunderbar. Sehr schön. You mastered the power of fire. Congratulations. Okay. Press P or Escape at any time to return to Main Menu. Okay, das haben wir auch. Was können wir hier noch was angucken? Nö, nicht so wirklich. Auf jeden Fall haben wir dieses Tutorial, dieses Szenario geschafft. Das war ja schon mal sehr gut. Können wir rausgehen, gucken wir noch ein Szenario weiter, aber ich glaube, Bora Invasion, Changes in Latitude, Tornado Alley. Tornado Alley wäre vielleicht noch ganz interessant, aber ich bin der Meinung, dass wir den Einblick für das Spiel bekommen haben. Ich finde es nicht schlecht, macht Spaß und ja, jetzt müsste man gucken, wie zum Beispiel Wölfe oder sowas, wenn die dann da sind, die nehmen dann irgendwann Überhand, dann muss erst alles wieder tot sein, die haben nichts mehr zu fressen und dann sind sie auch die Wölfe weg. Wie man die dann dezimiert, ist keine Ahnung, also es ist wahrscheinlich auch in der Natur so. Oder die wachsen eigentlich nicht so stark, das passt das Verhältnis vielleicht nicht zu Geburten und Sterbefälle. Und ja, sonst würde ich aber sagen, sieht ganz nett aus, ne? Ist schön bunt ab und zu, wenn es dann Herbst wird und sowas. Und ja, nur für sich kein schlechtes Spiel, aber jetzt auch nicht der Bringer, das muss man auch sagen, ne? Aber wer es mag, der kann sich das ja mal besorgen und dann freut sich der Entwickler natürlich auch und es wird ja noch entwickelt und wir haben bestimmt das ein oder andere dann, was da vielleicht noch zukommt. Das muss man nochmal gucken und dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn ihr noch keine Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau oder irgendwo in den anderen Dingen. Alles klar, bis dann. Ciao.